Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 19. November 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Die indische Astrologie berücksichtigt, dass unserem Sonnensystem eine gewisse Bewegung hat. Und diese Bewegung ist zwar minimal, aber im laufenden Jahrhunderten, Jahrtausenden sogar, macht es schon etwas aus. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, anderes ist als im westlichen Horoskop. Und wenn wir im Einklang sein möchtet in dieser täglichen Bewegung, dieser Wandel, dann empfehle ich euren Geburtshoroskopen umrechnen lassen auf dieser indischen Astrologie. Das biete ich auch an als Blitzberatung. Nach dieser Berechnung schauen wir an, wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten, und die Verteilung ist die vier Elemente: Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Feuerelement symbolisiert die Begeisterung, die Leidenschaft, die Aktivitäten. Erdeelement symbolisiert die Realität, die Bodenständigkeit, Sicherheit, Stabilität. Luftelement repräsentiert die Freiheit, aber auch die Unabhängigkeit, die freien Gedanken, von etwas befreien, endlich aufatmen können und natürlich auch die Leichtigkeit. Und Wasserelement symbolisiert unserem Unbewussten, unserem Gefühlen. Sonne befindet sich in der Tierkreiszeichen Skorpion, und die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Setze ich Sonne zum Wasserelement. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, gehört auch zum Wasserelement. Ich setze hier zum Wasserelement. Das ist eine schöne Verbindung. Sonne, Mond in Harmonie, beide in Wasserelement. Wir nehmen unseren Gefühlen intensiver wahr, sind wir intuitiv oder wir sind bereit, über Gefühle zu sprechen, das zu vermitteln. Also da kommt etwas in Bewegung, kommt auch mehr Klarheit und natürlich ein ganz tiefer Bezug zu unserem Unbewussten. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Ich setze Mars zum Luftelement. Merkur ist rückläufig und das bedeutet, entweder wir verschlucken die Sprache oder bremst etwas bei Verhandlungen, bei Terminen, bei Verträgen, aber auch bei Kommunikation. Bedeutet aber diese Rückläufigkeit Vergangenheit, und das heißt, jemand meldet sich von Vergangenheit. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, ist auch Wasserelement. Ich setze zum Wasserelement. Jupiter ist auch im Skorpion. Ich setze Jupiter auch zum Wasserelement. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, und die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Ich setze Venus zum Luftelement und Saturn erdet. Saturn ist immer in die Mitte und damit ändert sich die persönlichen Planeten, was einen Einfluss auf unseren Alltag hat. Saturn setze ich hier in die Mitte. Saturn erteilt auch Lernaufgabe. Saturn befindet sich nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Schütze. Und die Tierkreiszeichen Schütze ist Feuerelement. Und das bedeutet Orientierung, Ziele setzen, all das, was uns begeistert, aktiv sein, etwas in Bewegung setzen, Sport machen, Kontakte pflegen zum Ausland, eine Reise machen. All das, was Saturn uns zurzeit belehrt und betont, die Feuerelement.
Natürlich können wir das beherzigen, was uns gerade fehlt, das ist die Erde-Element. Und das bedeutet jetzt, in den Tagen haben wir das Gefühl, wir verlieren die sicheren Boden unter den Füßen oder kommt alles so vor, es hängt alles in Luft. Was aber schön ist, dass wir unseren Emotionen leben, dass wir unseren Träumen, unseren Gefühlen wahrnehmen, bewusster wahrnehmen. Und bedeutet natürlich auch, dass wir jetzt intensiveren Träume haben und die Träume haben auch eine Bedeutung. Das heißt, im Schlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Einflüsse. Diese Träume vergessen wir auch. Diese Träume haben keine Bedeutung. Aber wenn wir eine ganze Geschichte träumen und bleibt auch in Erinnerung, dann könnt ihr sicher sein, das ist die Sprache der Seele. Wann soll die Seele uns sprechen? Tagsüber kann nicht, weil da sind wir im Bewusstsein und wir verdrängen das auch, wir lassen das gar nicht zu. Also die Seele spricht, wenn wir schlafen und dann kann das unbehindert wirken, dann haben wir mehr Zugang zu unserem tiefen Inneren, zu unserer Seele und das kommt bildhaft. Diese Traumbilder, Neptun ist die Energie, wo diese Bilder entstehen und Mond vermittelt uns das. Mond hat einen Einfluss auf Element Wasser, auch auf unseren Träumen, Gefühlen und natürlich Neptun auch ein Bezug zum Wasser. Immerhin ist Neptun nichts anderes in klassischen griechischen Mythologie als Poseidon, das Gott des Meeres. Und so entstehen natürlich jetzt intensivere Träume, wenn die Wasserelement so stark betont ist. Wenn ihr diesbezüglich Fragen habt, kontaktiert mit mir. Ich deute Träume. Ich deute sehr gut die Träume und mache ich auch aus Leidenschaft. Und dann kann ich euren Träume entziffern und deuten. Und das war jetzt der erste Teil und wir übergehen jetzt in den zweiten Teil des Horoskopes. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont auf und führt den Monat. Und das sind die Monatsthemen. Bei Skorpion geborenen bedeutet ich. Ich bin's. Mit dem Selbstbewusster zu werden, das aber auch in Ausdruck bringen, mit einem anderen Auftreten, selbstbewusster zu sein. Das ist wie ein Sonnenaufgang. Diese Bedürfnis haben gerade die Skorpiongeborenen einen Aufstieg oder sehen, gesehen werden, wahrgenommen zu werden und zurzeit ändert sich vieles in Persönlichkeit, bei Auftreten, aber oft auch bei Aussehen, neue Frisur, neue Kleider oder Abnehmen. Also die Skorpiongeborenen achten gerade auch auf ihren Aussehen, auf ihren Ausstrahlung. Die nächste Platz liegt die Tierkreiszeichen Schütze. Und das bedeutet Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Das sind die Monatsthemen gerade bei Schützengeborenen. Jetzt kommen die Begegnungen in vertrauter Umgebung, das heißt Nachbarn, Bekannten, Verwandten. Hier kommen die Informationen oder eine Einladung, ein Besuch oder ein Fest. Es ist gerade ein Austausch und Bewegung. Viel Information kommen gerade auf die Steinbockgeborenen zu. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes und das ist die Basis, das ist die Fundament. Auf dieses Fundament kann man bauen. Dieser tiefste Punkt bedeutet aber auch Rückzug, das eigene Zuhause, die eigene vier Wände. Und da ist die Energie
gerade bei den Wassermanngeborenen. Das heißt, die Wassermanngeborenen brauchen gerade die Ruhe, die Rückzug, daran liegt auch die Kraft. Oder sie setzen ihre Kraft ein an ihren Wohnsituation, ändert sich etwas, neue Einrichtung oder Umzug. Manchmal bedeutet schlicht einfach Rückzug, das eigene Zuhause zu genießen. Das ist dann die Basis, die Fundament. Hier ist gerade die Kraft. Der nächste Platz sind die Kinder. Die Verbindung zum Kinder, zum eigenen Kinder oder Arbeit mit Kindern, aber auch das eigene Kindheit, ein Rückblick an die Vergangenheit. Und das sind die Themen, gerade bei den Fischengeborenen. Bedeutet aber auch die schöpferische Kraft, eigenen Ideen umsetzen im Tat mit spielerischer Art und Weise etwas gestalten. Oft ist das Kunst, Kreativität. Dann folgt den Alltag zu bewältigen, die Arbeit, die Pflichten nachzugehen, aber auch auf die Körper achten, auf die Gesundheit achten. Und das sind die Hauptthema des Monats, gerade bei den Wiedergeborenen. Dann kommen die Verbindungen, die Verträge, aber hier gehört auch die Liebe, Partnerschaft und Ehe. Das sind die Themen gerade bei den Stiergeborenen. Jetzt kommen wir in einen anderen Bereich und das ist die Wandlung und Transformation. Aber nicht nur das, sondern auch Investitionen, die Ämter, die ämtlichen Situation in Ordnung zu bringen. Das ist die Hauptthema bei den Zwillingsgeborenen. Dann folgt die große Reise, Ausland, Auslandskontakte, Fremdsprache, Verbindungen zum Ausland. Aber diese große Reise bedeutet oft inneren Reise, Erkenntnisse zu gewinnen. Und das ist das Thema bei den Krebsgeborenen. Die Krebsgeborenen haben noch karmische Themen. Sie suchen den Platz des Lebens. Einige Krebsgeborenen orientieren sich gerade nach Ausland. Jetzt sind wir in den höchsten Punkt des Horoskopes, das ist das Krone des Baumes. Ich vergleiche das immer mit einem Baum. Hier im tiefsten Punkt ist das Wurzel des Baumes, oben ist die Krone des Baumes. Wer trägt gerade die Krone? Das sind die Löwegeborenen. Und das bedeutet, sie haben die Bedürfnis gerade nach Anerkennung, Ansehen und Respekt. Viele Löwengeborenen suchen gerade ihren wahren Berufung. Jetzt kommt das nächste Thema, das sind die Hoffnungen. Ist es hoffnungsvoll, die Zukunft, die Wünsche, die Träume? Aber nicht nur das bedeutet dieser Platz, sondern auch die Freundschaften oder die Verbindungen zum gleichgesinnten Menschen, wie ein Verein oder eine Partei oder etwas organisieren. Das sind die Hauptthema gerade bei Jungfrau geboren. Da kommt auch etwas in Ordnung. Jungfrau vermittelt Ordnung. Und der letzte Platz sind die Geheimnisse. Und die Geheimnisse erfahren gerade die Waagegeborenen. Entweder haben sie selbst ihre Geheimnisse und geheime Haltung oder jemand erzählt etwas und sie erfahren wichtige Dinge, Geheimnisse oder sie schauen hinter den Kulissen. Und wenn wir schon bei Geheimnissen sind, ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. Ich könnte sagen, unserem Lebens. Was war in früheren Leben? Was passiert nach dem Tod? Was passiert während der Schwangerschaft? Diese ganzen Geheimnisse habe ich als Video angefertigt, aber ich habe diese Video nicht veröffentlicht. Es besteht aber die Möglichkeit, nach dieser Video nachfragen und ihr bekommt den Link dazu. Und dieser Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail, ihr habt Interesse an diesem geheimnisvollen Video, die Geheimnisse meines Lebens, und ihr bekommt den Link dazu. Und das ist alles gratis. Sonne befindet sich
logischerweise hier bei Sonnenaufgang in Tierkreiszeichen Skorpion hier im Osthorizont liegt dann die Sonnenaufgang. In demselben Moment, wo Sonnenaufgang ist, geht im Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Stier. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Natürlich, Mond hat einen Einfluss auf Schwangerschaft und hier in diesem Platz, wo die Kinder liegen, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit zum Empfängnis sehr, sehr hoch. Besonders wenn es hier sogar im Wasserelement handelt, das ist die Empfängnis. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Ich setze Mars hier. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter ist auch in Tierkreiszeichen Skorpion. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Eine geheime Liebe ist möglich, gerade bei Waagegeborenen. Saturn ist im Schütze. Hier sind Themen Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Finanzen, auch Lernaufgabe, gerade bei Schützen geboren. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen im Tierkreiszeichen Widder, Veränderungen im Arbeit. Und Uranus ist rückläufig, kann etwas sein von Vergangenheit, ein Angebot, was wir schon früher gemacht haben, und berufliche Umbrüche, Veränderungen sind möglich. Neptun ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit etwas zu tun. Da kommen die Erinnerungen bei Wassermanngeborenen. Und Pluto ist die innere Kraft, diese konzentrierte Kraft, und belehrt uns, alles loslassen, die diese Energie raubt. Und das ist das Thema gerade bei Schützengeborenen. Dann sehen wir die Thematik, wo ist betont, welche Tierkreiszeichen ist betont, welche Lebensbereiche ist betont. Also das Ich, die Persönlichkeit, die Auftreten, die Ausstrahlung, mehr Klarheit, Kommunikation, mit unserem Größen bewusst zu sein, ist diese Energie. Feld ist sehr stark, besonders bei den Skorpiongeborenen. Das spiegelt aber etwas für die Stiergeborenen. Damit sollen die Stiergeborenen bewusst sein mit ihren eigenen Werten, ihren eigenen Größen, aber suchen die Kommunikation, die Verbindung, klärenden Gesprächen. Dann die Finanzen sind auch betont durch die Tierkreiszeichen Schütze. Auch darauf achten, konzentriert bleiben auf den Werten und das Zusammenhalten und hier auch Lernaufgabe, das in Ordnung zu bringen, die Finanzen. Investitionen im Ausland sind auch möglich. Dann brauchen wir die Kraft. Mars ist die Energie, diese Kraft, alles was in Bewegung setzt. Aber damit wir in Kraft bleiben, brauchen wir auch die Ruhe, die Rückzug, die eigenen Zuhause, die eigenen vier Wände auch mal genießen. Und da haben wir wieder die Kraft und können weitermachen. Bedeutet natürlich bei vielen Fällen, besonders bei Wassermann geboren, die Kraft wird eingesetzt in Wohnsituation, ein Hausbau oder Umzug oder Renovierung. Eine männliche Person kann auch diese Mars-Energie bedeuten, dass jemand uns besucht und mit Neptun, mit Verbindung zum Neptun-Energie, jemand von Vergangenheit. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und diese Mondenergie, das ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Die kleine Uhrzeiger ist die Sonne. Die Sonne Kraft, die Sonnenenergie wirkt auf den Monat, das ist die kleine Uhrzeiger, und Mond wirkt auf den Tagen und das ist schneller, das ist die große Uhrzeiger. Die heutige Mondenergie unterstützt die Krebsgeborenen und unterstützt auch
die Skorpiongeborenen. Diese Mondenergie hilft die Steinbockgeborenen und hier hilft auch die Stiergeborenen. Diesen Fischenmond spiegelt etwas für die Jungfraugeborenen und das bedeutet für die Jungfraugeborenen mit ihren eigenen Gefühlen beschäftigen, das in Ordnung zu bringen, zur Ruhe kommen, zum inneren Gleichgewicht. Natürlich kommt Hilfe bei den Nachbar-Tierkreiszeichen, das ist die Nähe und da fließt auch wunderbar die Energie, kommt Hilfe von außen, damit können die Wassermanngeborenen rechnen und auch die Wiedergeborenen. Unsicherheit entsteht bei den Waagegeborenen und bei Löwegeborenen. Die wissen nicht, welche Richtung fließt alles. Eine gewisse Unsicherheit, Zweifel ist möglich. Spannung und Nervosität löst aus dieser Fischermond bei den Schützengeborenen und auch bei Zwillingsgeborenen. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes. Die heutige Mondhaus heißt Uttarapadra und das heißt reinigenden Gedankengefühlen. Also wir sollen auch unserem Gedankengefühlen achten, das bereinigen. Und das heißt, dadurch ändert sich unsere Ausstrahlung, unsere Aura, weil das kommt von unserem Inneren und das besteht aus Denken und Fühlen. Und hier haben wir gerade die Mondenergie, die Mondeinfluss drauf, sollen wir achten, das in Ordnung zu bringen und das bereinigen. Der heutige Tag eignet sich gut, etwas Neues starten, anfangen, was stabil sein soll. Stabilität in Arbeit, in Gesundheit, in Beziehung, einen Grundstein zu legen, aber vorausgesetzt ist, wenn wir unseren Gedanken, Gefühlen achten. Und die heutige Zeit bedeutet also gerade die Zeitpunkt, was heute wird bei Sonnenaufgang, was Sonne und Mond auslöst, wie das unterteilt ist auf Stunden, das bedeutet Geduld, alles hat seine Zeit und wenn wir heute etwas beginnen, dann sollen wir geduldig abwarten, bis das Früchte trägt. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich habe noch zwei kurze Infovideos. Und wir übergehen jetzt auf diese Aufnahmen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. In diesem Video erkläre ich, was war in früheren Leben, was ist Karma überhaupt, was passiert nach dem Tod, was ist das Sinn des Lebens, was bedeutet eine Seelenreise und wann beginnt das Leben überhaupt. Also volle Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link zu diesem Aufnahmen. Diese Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt euren Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern,
verbessern. Ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft. All das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich. Und das ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.